Jo, Dicker, was geht ab? Mike wieder am Start. In dem heutigen Video zeige ich dir mal ein paar Grundübungen mit der Dose, dass du ein gutes Gefühl kriegst mit deiner Linienführung und es cool in deine Pieces einbauen kannst. Viel Spaß dabei. Also legen wir mal direkt los. Und zwar, als allererstes Mal, du gehst recht nah ran mit der Dose, ziehst du einfach ein paar Linien parallel nebeneinander. Einmal von oben nach unten, einmal von links nach rechts. Ja? Dann auch mal schräg. Und du schaust immer, dass die Linien so gut wie möglich parallel sind. Ohne dich jetzt hart zu verkrampfen, ist eine ganz wichtige Sache. Aber einfach mal einfache Grundlinien in alle Richtungen ziehen. Genau, das ist die erste Übung. Als nächstes gehst du nochmal her, machst das Ganze mit einem Viereck und schaust, dass du das nächste und nochmal nächste Viereck reinbekommst in die Mitte. Ja. Das Ganze machen wir dann nochmal mit einem Kreis. Und nochmal einen Kreis und nochmal einen Kreis. Du siehst das bei mir jetzt auch nicht so perfekt, aber darum geht es gar nicht, sondern dass du jetzt wirklich einfach ein Feeling bekommst. Wie funktioniert das? Ne? Wie kriegst du das Größenverhältnis auch hin und so weiter? Dann noch einfach mal einen Punkt setzen. Noch einen. Und jetzt versuchen, den zu verbinden. Ja? Dann mal ein bisschen weiter auseinander, schräg. Und einfach mal verbinden. Ja? Einfach nur, damit du ein bisschen lernst zu zielen. Dann kannst du auch noch hergehen und kannst Wellen malen. Mal schauen, dass sie gleichmäßig sind. Wenn du diese Wellen malst, kriegst du schon mal einen recht guten Grundflow rein. Ja, das ist sehr gut zum Üben. Ja. Dann auch mal hier noch eine längere Geschichte. Zack. Und verbinden. Ja. Das ist natürlich hier schon ein bisschen was für Fortgeschrittene. Aber probier es auf jeden Fall ruhig einfach mal aus. Kann ja nicht schaden. Genau. Und so siehst du, kriegst du einfach ein bisschen Gefühl für deine Striche. Ja, auch schauen, dass sie circa gleich dick sind, dass du in der gleichen Entfernung sprühst und so weiter. Ja, vielleicht auch mal ein paar Wellen noch malen. Ja, zack. Und so weiter und so fort. Ja. Wichtig an der ganzen Geschichte ist wirklich, dass du jetzt nicht hergehst an die Hall of Fame zum Beispiel und sagst, naja, ich mache jetzt mal hier, was der Coach mir gesagt hat, male ich jetzt mal hier, streiche ich eine Fläche und mache da mal nur ein paar Linien, wo eine optimal geile Wand wäre. Also mach das irgendwo am Rand der Hall, wo eh noch Schmierereien, Kritzeleien sind, oder schau, dass du dir vielleicht bei dir zu Hause eine Fläche grundierst, wo du das einfach üben kannst, und mach das ruhig mal ein paar Wochen, immer wieder. Du sollst jetzt nicht nur das machen, kannst natürlich auch sprühen, aber einfach das parallel zum Sprühen ausprobieren, dass du eine optimale Strichführung für dich entwickeln kannst, okay? Ich würde sagen, das war's mal wieder mit dem heutigen Video. Bleib weiter auf jeden Fall am Ball. Üben, 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 du weißt Bescheid. Daumen hoch geben, deinen Freunden Bescheid sagen. Bis dann, Alter. Peace.